Zielsetzung ist, Leuten ein sinnvolles Angebot zu geben, die eigentlich ein Bewerbungstraining durchführen müssten, von Gesetzes wegen her, weil sie einen Hartz-IV-Antrag gestellt haben. Also es kennen vielleicht manche, dass man dann eine sogenannte Maßnahme durchlaufen soll, die eben zur Arbeitsfindung dient. Und wir haben gemerkt in diesem Projekt, dass es mit manchen Leuten nicht sinnvoll ist, weil Sprachkenntnisse fehlen. Und denen wollten wir ein passendes Angebot anbieten. Also die Teilnehmer nehmen 3 Stunden am Tag von Montag bis Freitag dran teil. Und ja, sie kommen morgens rein, kriegen ihren Kopfhörer und dann arbeiten sie weitgehend selbstständig am Computer. Wo da Hilfe benötigt wird, da helfe ich nach. Also zeige ihnen mal, wie man sich einloggt, wie man einen Großbuchstaben schreibt, wie man ein Sonderzeichen schreibt, wie man die eigene E-Mail-Adresse schreibt. Genau. Und dann arbeiten die Teilnehmer selbstständig am Computer. Bei Fragen können sie sich immer melden und soweit ich das kann, beantworte ich die. Das klappt auch meistens. Und genau, ich bin hauptsächlich zuständig für das Organisatorische, für den Papierkram, sage ich mal, dass sie einen ordentlichen Integrationskurs beginnen können oder fortführen können, wo denn schon mal einer stattgefunden hat und halt das Übliche, was gefragt ist, Anwesenheiten etc. pp. Jeder Teilnehmer ist zu 8 Wochen Teilnahme verpflichtet. Ja, und danach endet es teilweise, endet es vorher, zum Beispiel, wenn eine Integrationskursanmeldung stattfindet und der Kurs vor Ende des Kurses anfängt, hat das auf jeden Fall Vorrang. Oder Arbeitsaufnahme, das ist das letztendliche Ziel. Wenn jemand es schafft, Arbeit aufzunehmen, ist das Ziel, dann wird der Kurs unterbrochen dafür. Lingua TV hat mich sehr positiv überrascht, vor allem weil die Videos wirklich ansprechend sind und sehr natürlich, finde ich. Das hatte ich so erstmal nicht gedacht. Und ein ganz positiver Nebeneffekt ist, dass die Teilnehmer eigentlich bisher alle gelernt haben, am Ende selber damit zu arbeiten. Und wir haben dabei Teilnehmer, die noch nie im Leben eine Maus in der Hand hatten, wo der Cursor wirklich wie eine Fliege über den Bildschirm huscht. Und man am Anfang gedacht, oh meine Güte, jetzt entweder muss ich ihn jeden Tag einloggen, dann lernt das aber nicht. Oder aber ja, es bleibt zäh bis zum Ende. Nein, die Teilnehmer wirklich nach 3-4 Wochen haben die längsten gebraucht, sich selber einzuloggen. Und damit, finde ich, haben sie schon viel gelernt. Die Bedienung selbst können sie in ihrem eigenen Tempo machen. Also wenn einer immer wieder das Begrüßungsvideo braucht, dann kann er das machen, ohne dass andere hinterherhängen, ohne dass andere sich langweilen. Und umgekehrt haben wir einen Teilnehmer, der sprach am Anfang kaum ein Wort. Und hat mich diese Woche gefragt, was heißt klassisch? Ist das wie Romantik? Und ich war ganz perplex. Also der geht durch die Decke, der lernt zu Hause mit den Vokabeln, mit den Verbtabellen, die Lingua zur Verfügung stellt. Ich bin sehr positiv überrascht von was digitales Lernen machen kann. Also von der Hardware, sage ich mal, ist wenig nötig. Man braucht einen Raum, man braucht Computer und dann kann man damit starten. Man braucht keinen ausgebildeten Deutschlehrer. Es hilft natürlich, wenn man sich mit der Sprache auskennt, dass man Fragen gut beantworten kann. Aber es ist eine gute Zwischenlösung, Übergangslösung, wenn man schnell eine Lösung braucht und jetzt nicht einen kompletten Deutschkurs aus dem Boden stampfen kann, was ein enormer Aufwand ist mit Tests, mit Zertifikaten, mit Sprachlehrern. Genau, es ist eine gute Alternative, um eine Übergangslösung zu schaffen, um da hinzuleiten auf das, was es eigentlich schon gibt, nämlich die Integrationskurse, die offiziellen Deutschkurse.